geht's mir wie dir. Jetzt trage ich das Ding hier in der Gegend rum. Und der Rucksack voll ist. Aber eins tu mal bitte als Rohstoff lassen. Wenn du eins hast. Naja, warte. Achso, muss ich ja. Schläg mal eins auf Seite. Weil das muss als Rohstoff bleiben, weil sonst wird es zu teuer. Sonst brauchst du ewig und die 3 Jahre. Dann kann man eben jetzt eins von den Sachen bauen, was eben Kupfer, was eben Aluminium braucht. Na ja, genau, der braucht bloß Gemisch, der Extraktor. Das ist kein Ding. Hat es aber gemeint, jetzt zwei Sachen brauchen Aluminium. Nee, ich habe gedacht, der Extraktor braucht auch Aluminium, braucht aber nicht. Es hätte aber sein können, dass es braucht. Der geht mit Gemisch, prima. Und dann brauchen wir den Drucker. Der Drucker braucht Aluminium. Zwei Stück. Welche Aluminium haben wir jetzt? Ich habe noch 4 gemacht. Achso, du hast da eins genommen, ne? Ja, eins habe ich auf Reserve. Das muss auf Reserve bleiben, genau. Was das? So, und da hauen wir leider das Aluminium-Ding rein. Alles klar. Einmal einfüllen. So. Wenn du abbauen gehst, mach deinen Kanister hier leer. Ja. Das, was du über hast, immer hier reinschütten. Ne, einfach oben drauf klicken auf den Kanister da oben. Ich muss ja erstmal an meine Dings kommen. Du musst nicht ab. Einfach draufklicken. Da macht das automatisch. Und reinziehen tust du auch wieder. Jetzt macht er nur eins. Nimm den Kanister wieder mit. Den Kanister da hier steht. Ja, genau. Aber wenigstens ein Aluminium erstmal gemacht. Ja, genau. So machen wir das mit die anderen Dinger dann halt auch, ne? Das, was wir über haben, schütten wir dann da rein. Und zur Not, so habe ich es gemacht, wenn man gar nichts findet, einfach Dreck abbauen. Zwar nicht hier unbedingt, dann geht man halt zu dem Berg, weil sonst hast du überall die ganzen Löcher drin. Also was wir zurzeit an Kupfer und Verbinden hier und nichts da haben. Weil ich muss mal jetzt nichts mit dem Misch nehmen. Was kosten die Solarmodule? Ich glaube... Kupfer. Kupfer haben wir massig da. Übrigens, hier hinten ist noch Kupfererz, kannst du das auch noch gleich... Warte mal, ich rufe Spaß. So, einmal Druck.
Minuten. Wenn der noch fertig ist, Kupfer brauchst, hier hinten sind noch 6 Stück. No. Genau, die Dinger brauchen Kupfer. Perfekt. Ja, genau, kannst du gleich noch eine Batterie bauen. Warte mal. Das Teil, das ist dieses Lager hier, ne? Da kannst du diese Lagerbänder drauf klatschen. Du kannst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lagerbänder drauf klatschen. Das Ding hier. Fällt mir gerade mal auf. Ja, ja. Weil das hat ja diese doppelten Dinger. Und diese Lagerteile, also... Genau, mittelgroßes Lager, genau. Die kannst du dann da drauf schmeißen. Du kannst aber nur kleine Sachen dann drauf machen, ne? Also, was immer nur einen Platz braucht. Ja, eben, welche eben die ganzen Sachen, die man sammeln. Reicht ja dann vollkommen aus. No. Ja, denn dann braucht man diese mittelgroßen, welche Lagerteile nicht verschwenden mit Platz. All dem, was wir jetzt hier schon wieder an. Ich habe das komische Gefühl, wir brauchen Gemisch. Na, tu doch mal gucken, was diese komische Handelsstation braucht. Ich glaube 5000 Forschungspunkte. In der Batterie können wir ja auch schon bauen. Dann haben wir die schon geforscht? Nee, da brauchen wir 6000, also noch 3300. Ah, das sollte drin was sein. Also Forschung haben wir ja ein bisschen was da liegen. Ja, ich muss das Grünzeug holen, dass es wieder Feder geht hier. Ich das mal weg. So. Hammer habe ich drauf. Alles klar. Einmal kann ich noch hier befeuern, das Ding. Gehe ich mal ein bisschen Blumen sammeln. Ein paar Blumen wieder pflücken hier. Wo geht Linda immer so relativ früh schon ins Bett, wo die hier schon um 10 ins Bett ist? Mhm. Oder war die einfach nur müde? Wegen Timo und so weiter. Ja. So, Probe voll. Gleich mal die Generatoren wieder befeuern hier.
das gibt's nicht, ey. Ist wieder stur? Ist nicht, keine Ahnung. Ich bin in der Höhle. Ich muss den Sturm wieder ausharren hier. So, ich gehe offline bis da, ne? Echt, mhm. Gut's nicht, du? Nicht, nee, nee. Ciao. Okay.
ein bisschen begradigen dann da hinten. Jetzt brauchen wir was mal so Material. Viermal Kupfer, viermal Aluminium. Na, nice. So, das erste Quattro-Synase-Modul-Dingsbums steht. Was, das ganz groß? Ein mittleres oder ein großes? Nee, ich habe die flach hingestellt jetzt. Das macht mehr Sinn. Also, dass das quasi direkt aus jeder Richtung optimal Sonne kriegt. Ja. Weil es ist so angewinkelt. Ja, es ist cool, aber... Ja. Bringt nicht so viel. Das Teil können wir einmal drehen. Voila. Also auf diesem Planeten finden wir relativ viel Kupfer. Aluminium geht, naja. Wo hab ich das jetzt gemacht? So, ich guck mal, ob wir jetzt die... Ne, können wir noch nicht. Wir haben erst 4000. Wir machen erst mal das. Alter, wir haben Strom, ey. Das ist Wahnsinn. Zumindest wenn es jetzt Tag ist. Ist auch nochmal Strom drauf. Zack. Achso, Gemisch brauche ich für die Verbindung. Das bringt mir doch nichts. Jetzt kann ich wieder in die Höhle mal gehen. Ist das, haben wir genug Aluminium da? So viel Aluminium, dass wir heute, dass wir von allen genug da haben. No. Aluminium Erz, ach so.
Achso, das brauchen wir ja. Das eine wollen wir ja nicht wegnehmen. Genau, es ist so, dass wir Kupfererz, Aluminiumerz jeweils eins da haben. Ja, dann lasse ich mal noch... Achso, das Wort gerade gebaut. Nein, gut. Ne, ist egal. Wir können sie dann zur Not tauschen, wenn wir später mal die Tauschstation haben. Weil das ist 1 zu 1, also... Genau, Forschung geht nicht weiter, weil nichts zu forschen da war. Also wieder ein neues Forschungsobjekt hinlegen. Dringendst die Autos, ey. Weil mit den scheiß Forschungsdingern. Kannst du schön ins Auto ballern. Und dann kommt hier schon wieder Sturm. Hat sich gerade schon das angehört. Wie viel haben wir denn schon wieder jetzt in der... 5000 haben wir jetzt fertig. Ja, wir brauchen 6000 für die Batterie. Dann haben wir schon mal einen Ausgleich für die Nacht. Hast du das Solarmodul hingebaut? Hinter dem großen Lager. Erst hatte ich es auf das große Lager und jetzt habe ich es hinter dem großen Lager. Da. Ach, da hast du gleich mal 4 Dinger hingebaut. Ja klar. Ja, ich baue nicht klein, ich baue gleich überdimensional. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den Puffer, damit wir die Nacht überstehen. Genau. Jetzt brauchen wir Batterien. Was haben wir ja? Warum läuft das hier nicht? Jetzt ja. Wie haben wir denn jetzt drin? 5200. Ja, es geht relativ schnell. 5300, ich denke mal, wie viel haben wir hier noch drin? 1000, ja. Das Ding wurde doch gerade erst frisch angefangen. Naja, aber dadurch, dass er voll Strom da ist, passt das. Ja, hier fast voll dieses, die Anzeige hier für Strom. Musst mal F1 drücken, dann stellt das auch nochmal die Erklärung. Und du kannst doch bei den Füßen irgendwas machen. Ja, wenn das Kabel weg ist, dann fahren die Fußbolzen hoch, dann kannst du es versetzen. Du musst nur das Kabel abmachen überall und dann fahren die Fußbolzen hoch. Ja, komm mal her. Wenn ich jetzt hier abmache, und hier abmachen. Siehst du das? Dann sind die Fußbolzen oben. Und sobald du ein Kabel ansteckst, hoch, gehen die Bolzen wieder rein. Aber das weißt du ja schon, das ist ja zum Versetzen. Einfach Kabel abmachen, dann kannst du das ganze Ding versetzen. Das finde ich gut, ey.
Weil das hat mich schon genervt. Hast du mal falsch gebaut, dann kriegst du es nie wieder weg. Jetzt sieht das auch ein kleines bisschen, die ganzen Module, ein kleines bisschen angenehmer, also irgendwie, ja. Wobei diese Zwischenmodule, die man sonst mit Quarz gebaut hat, die man mit dem Harz gebaut hat, naja, die waren auch nicht schlecht, aber na gut, aus denen musstest du dann eben auch alles erstmal aufbauen. Ja. Wo du erst so ein Kabel rausgezogen hast und wenn du dann Harz da hattest und ging das dann. Ja, und weh, du hast falsch gesetzt oder aus Versehen gedrückt und dann, ja, super. Ja. Das war immer, Oder genauso gut das Ding hier, das Ding, ja gut, wenn du neu einsteigen tust und landen tust, alles okay. Aber jetzt steht das Ding nur da und ja, ne? Nee, du kannst irgendwie wieder was draufsetzen und dann was wieder rufen. Ja, du kannst, wenn du das anschalten tust, dann tust du diese eine erste Bauplattform wieder rufen und dann kannst du das Ding wieder wahrscheinlich dann irgendwie mitnehmen, keine Ahnung. Dafür sind die Schubdüsen wahrscheinlich. Du kannst mit Schubdüsen Frachtabwurf hochschieben. Das macht irgendwie Sinn, weil die Schubdüse würde hier drauf passen. Und dann tust du irgendwelche Sachen oben drauf, Container, und schickst die hoch ins All. Und dann kannst du auf der nächsten Plattform die wieder anfordern. Wir sind gleich übrigens fast... Oh. Nur noch 100 Bytes. Jo, das geht schnell.